So, Moment. Genau, das war hier die Treppe hoch. Da gehen wir auch mal hin, gucken, ob die Tür verriegelt ist. Das geht ja zu diesen, zu der Rückseite von den Apartments. Okay, da will der James nicht rein. Es hätte ja sein können. Es hätte ja sein können. So. Also. Parkhammer abklambastert. Und soweit alles mitgenommen. Das waren auf jeden Fall jetzt nochmal 12 Schuss mit dem Schrotgewehr. Und das Schrotgewehr, muss ich ja sagen, ist hier sehr effektiv. Ich bin normalerweise kein so großer Fan von Schrotgewehren in Videospielen. Da gibt es mal die ein oder andere Videospielreihe, wo ich sage, okay, da passt's. Aber zum Beispiel bei Uncharted nehme ich eigentlich fast nie das Schrotgewehr. Weil auf naher Distanz ist das natürlich sehr durchschlagskräftig, aber auf weitere Distanz holzt man meist nur Munition. Es bringt dann so ungefähr fast gar nichts. Aber hier bei Horrorspielen zum Beispiel, auch bei Resident Evil, ist natürlich Schrotgewehr ja eine sehr willkommene Waffe, weil die halt richtig schön Durchschlagskraft hat. Gerade bei Resident Evil. Dann konnte man ja mit einem Schuss die Gegner ausschalten. Musste man aber natürlich die Gegner sehr, sehr nah an sich rankommen lassen. Also das heißt, man geht immer so ein bisschen ein Risiko ein. Aber hier bei Survival-Horror-Spielen gefallen mir Schrotgewehre eigentlich mal ganz gut. Aber jetzt zum Beispiel bei Ego-Shootern habe ich ganz, ganz selten mal ein Schrotgewehr. Also jetzt bei Bioshock hatte ich das mal. Da hat mir das Schrotgewehr eigentlich auch ganz gut gefallen. Ah. Aber ansonsten bin ich mehr der Fan von vollautomatischen Gewehren. So, wir schauen nochmal eben. So. Da hat sich halt groß nichts dran getan. 137 Schuss mittlerweile. Oh, Alter, schon wieder 104 Schuss mit dem Schrotgewehr. Sehr schön. So, wir wollen aber auf die Karte gucken. Aber ich frage mich jetzt, schauen wir links nochmal in die zwei Straßen rein. Also in die eine Straße und diese eine Gasse. Ich würde sagen, ja, dann haben wir hier nämlich alles abgesucht. Und können sicher sein, dass hier nichts mehr ist. Ich nehme mal alles mit. Ich denke mir, ist umsonst, liegt auf der Straße. Nehmen wir mit. Oh, das Auto steht immer noch da. Oh, das Auto steht immer noch da. Aber ich würde dem Besitzer mal empfehlen, den Auspuff zu reparieren. Der ist ja mal sowas von laut. Donnerwetter. Rotter, die Schnotter, die. Und ich frag mich. Okay, ich hatte gedacht, das wäre irgendwie, dass da einer eine Laterne oder sowas mitgenommen hat. Oder ein Straßenschild. Da ist, jetzt haben wir ja, das hätten wir schon viel früher haben können. So. Ich würde sagen. Ja, ich richte halt irgendwann nochmal auf die Reihe mit Inventar und Karte. Aber ich schwör's euch, ich habe das einfach noch von Resident Evil 4 irgendwie im Kopf. Das kann eigentlich nur die Tastenkombination von Resident Evil 4 sein, dass die genau andersrum ist. Ich meine, mit Dreieck kann man nämlich ins Optionsmenü und mit, sag mal schnell, mit Starttaste kann man nämlich ins Inventar. Irgendwie so war da was. Egal. So, ausrüsten. Wir nehmen nämlich das Stahlrohr, was ja ein bisschen länger ist. Ich bin ja eine Marke. Der Jutta mal mitgenommen haben. Da hätten wir uns wahrscheinlich die ollen Zippen viel besser vom Hals halten können. Weil das Brett war einfach zu kurz. Da mussten wir die zu nah rankommen lassen. Und da haben die uns schon einen reingehauen. Um uns die ganze Munition sparen können. Ich bin ja ein Eumel. Okay, und der Sound wird wieder bedrohlicher. So, ab in die Gasse. Okay, das hat sich schon erledigt. In der Gasse ist nichts. Da ist die Tür zu, abgesperrt. Na gut, wieder die Uschi.
So, wir gehen hier direkt in die Ecke. Zum Glück sind die Wege ja hier ziemlich breit. Das heißt, da können wir nachher schön unseren Zombie-Slalom wieder anwenden. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kommen wir hier durchs Tor? Nein, kommen wir nicht. Schade. Schade, schade, schade. Okay, dann würde ich sagen, ab ins Museum. Dann hält uns hier nichts mehr. Obwohl, doch, Moment. Wir haben doch noch die Bowlingbahn. Fällt mir gerade mal ein. Da könnten wir eigentlich versuchen, nochmal reinzulaufen. Wenn ich jetzt glaube, dass hier ziemlich viele kranke Uschis sind. So, wie können wir rein? Angriffsposition. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, die Musik läuft noch. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass hier die Tür auf ist, weil bis jetzt war ja so ungefähr fast überall der Weg versperrt. Und das hier sieht irgendwie noch so normal aus. Also ich hab's so auch in Erinnerung, wo wir das letzte Mal hier waren. Also irgendwie hat sich hier irgendwas geändert. Ich habe keine Ahnung. Schau mal, können wir hier irgendwas machen? Nein, okay. Sehr, sehr komisch. Also ich wüsste nicht, dass es beim ersten Mal, wo wir hier waren, wirklich viel anders aussah. Jetzt bin ich mal gespannt, ist Eddie noch da? Nein, der ist nicht mehr da. Den haben wir ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Und vor allen Dingen diese hier, wie hieß sie nochmal hier, die Frau von und zu hier da, ihr wisst, was ich meine. Ja, wie hieß sie denn nochmal? Ja, die Frau Dingsbumskirchen, hier die. Ich komme jetzt wirklich nicht mehr auf den Namen. Die hatten wir ja auch noch. Die hier rumlief, dem wir das Messer mit abgenommen haben. Vor einer halben Stunde hatte ich den Namen noch, bevor ich die Aufnahme angefangen habe. Da habe ich mir noch die Frage gestellt, wo ist die eigentlich geblieben? Okay, hier ist aber nichts drin gewesen. Das ist komisch. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir hier rausgehen. Wir laufen direkt geradeaus. Ich drück schon und ich sehe noch nichts. Weil die standen ja direkt vor der Tür und ich denke mal, da hat sich nicht groß was dran geändert. Okay, doch, hat sich was dran geändert, denn die sind weg. Okay. Dann würde ich sagen, ab zum Museum. Aber da habe ich jetzt schon ziemlich oft gesagt, ne? Ich lasse mich immer so ablenken. Ich finde zum Beispiel Speedruns finde ich voll cool, aber das ist keine Spielart, die mir liegen würde. Denn ich lasse mich wirklich von jedem Scheiß, aber wirklich von jedem Scheiß ablenken. Gehst du weg? Gehst du weg? So, jetzt ist die Frage, sind wir hier überhaupt noch richtig? Ja, wir sind noch richtig. Ah, alles klar. Ja, so weit waren wir ja noch nie hier raus. Okay, jetzt lässt mich die Frage aber auch nicht los, wie die hier nochmal hieß. Okay, da ist Erste Hilfe. Da ist Erste Hilfe, Erste Hilfe. Und da. Boah. Eieieiei. Das war aber gerade ziemlich knapp. Okay, da geht's rein. Ah, wir schauen uns hier erstmal. Nicht um. Wir gehen direkt rein. So. Und die Tür ist auf. Haha. So, jetzt bin ich gespannt. Auch hier, das sieht irgendwie so normal aus. Aber wir müssten doch noch in der Anderswelt sein, oder nicht? Oder sind wir schon wieder... Wir speichern erstmal ab. Das ist ganz wichtig. Wir speichern ab. Ich weiß aber gar nicht, wie viele Speicherstände wir mittlerweile haben. Ich würde jetzt so schätzen, so 25 bis 30 haben wir bestimmt schon. Ja, hier wird gespeichert, was das Zeug hält.
Kostet ja nichts. Bei Resident Evil hat man hier die Farbbänder. Da bin ich auch immer ein bisschen knauserig. Aber hier können wir ja speichern, wie wir wollen. Okay. So. Jetzt will ich mal hoffen. Okay, da ist ein Zettel. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass hier irgendwo eine Karte ist. Okay. Dann würde ich mal sagen, auf die Tür. Okay. Da redet jemand mit uns. Hört sich an wie ein Wal. Jetzt können wir uns hier die Bilder mal angucken, aber ich glaube... ...1880. Okay. Ja, hier ist auch schon wieder von der Seuche die Rede. Also hier dreht sich alles irgendwie um das Krankenhaus. Und hier ist ein richtig schönes Loch in der Wand. Na super. Und da werden wir runter müssen. Ja, dann brauchen wir auch keine Karte. Moment, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Können wir uns nicht angucken. Das ist ja uncool. Okay. Ich hatte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass das Museum ziemlich groß ist, aber... Es mag vielleicht groß sein, aber wir sehen nicht viel davon. Okay, ja, klar, mal keine Karte. Aber wir könnten... Nein, das hatte ich jetzt nicht vor. Wir nochmal nach rechts. Weil wir waren ja bis jetzt immer noch in South Valley. Wird, denke ich mal, zu Silent Hill gehören, aber Silent Hill City haben wir bis jetzt ja noch gar nicht gesehen. So. Wir sind ja hier vorne. Okay, jetzt zeigt er das Museum nicht. Aber das war ja ziemlich groß. Und das, was wir bis jetzt gesehen haben, war ziemlich klein. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir hier runter. Und ich möchte auch gar nicht laufen. Denn das letzte Mal, wo wir so einen Gang hatten, das war ja in dem Keller. Und danach war Maria nicht mehr an unserer Seite. Und der Pyramide Head... uns ziemlich nah und den möchte ich jetzt hier eigentlich nicht schon wieder begegnen. Obwohl ich glaube, es ist Pott wie Deckel, ob ich jetzt hier laufe oder nicht. Aber wenn er nachher vor uns steht, laufe ich dem übrigens nicht direkt sofort mit voll Karambarillo in die Arme. Das geht hier aber ziemlich weit runter. Ich würde sagen, wir laufen dann doch mal. Sonst sind wir ja nächste Woche unterwegs. Weil zu sehen ist hier so ungefähr nix. Aber der Wal wird immer lauter. Irgendwie die Gänsehaut. Geräusch ist ja irgendwie auch ekelhaft. Okay, der James, der guckt nach rechts. Was hast du da? Ach du Scheiße. Häftling. Der James guckt aber immer noch dahin. Ich glaube... Okay, das ist Erste Hilfe. Nehmen wir mit. So, was ist das? Sonst ist da nichts. Ah, der Stuhl hat aber auch schon bessere Zeiten. Häftling. Das höre ich überhaupt nicht gerne. Oder lese ich überhaupt nicht gerne. Wir haben es ja gar nicht gehört. Aber auch hier der Score. Eieiei. Das ist wirklich... Boah, da kriege ich Gänsehaut. Das sind nur wenige Töne. Aber die sind genau in dieser Tonlage,
die einem... die einem einfach unangenehm sind. So, du kannst mal schön hier hinkommen. Und dann zieh ich dir eins auf die Zwille. Na komm. Bist du auf hier rumzukotzen? So. Ja, und ich hab's mir gedacht. Komm, James, jetzt hau endlich drauf. Kommst du her? So, du blöde Nuss. Jetzt kriegst du aber eins drüber. So. Du stehst so schnell nicht mehr auf. Aber ich, mir fällt gerade mal auf, dass der James jetzt... ich glaube, der ist aber schon platt. Nee, der ist nicht platt. Dass der James etwas behäbiger ist. Mit der... mit den... ja, Spitze. Schon wieder ein AP kriegt. Okay, Moment. Nee, da müssen wir das... das Brett nehmen, das bringt nichts. Da ist der einfach zu behäbig für. Wehe, du machst das jetzt schon wieder. Komm, zieh drauf. So, und jetzt aber feste. Nochmal. Komm, der hat's verdient. Ja. So, du stehst nicht nochmal auf. Okay, der steht doch nochmal auf. So, jetzt bist du aber platt. So, und wir hauen nochmal drauf, um sicher zu gehen. So. Okay, der fängt jetzt irgendwie nicht an zu... doch, der fängt an zu bluten. Oh. Ja, das ist ja immer ein Indikator dafür, dass sie platt sind. So. Wo sind wir hier? Also, das sieht irgendwie aus wie ein Gefängnis. Da stand ja auch was von Häftling. Und ich würde schätzen, so rein... von der Geologie her, wie wir gegangen sind, müssten wir rein theoretisch unter dem See sein, oder? Wir müssen unter Toluca Lake sein. Haben die hier ein Gefängnis drunter gehabt? Das Schloss ist kaputt. Das ist uncool. Haben die hier ein Gefängnis unterm See gehabt? Also eine Krankenstation ist das hier auf jeden Fall nicht. Obwohl, kommt drauf an, wie krank die hier waren. So, da ist auch noch eine Tür. Okay, die geht sogar auf. Ich frage mich jetzt aber auch, was hätten wir hier rein theoretisch mit dieser Metallstange reißen können, weil da wären wir ja viel zu behäbig für die kranken Schwestern gewesen. Bis wir da ausgeholt haben, haben die uns ja schon 100 Mal in den Asphalt geknallt. Also hätten wir da rein theoretisch gar nicht viel reißen können. Und so viel Reichweite mehr hatten wir jetzt auch nicht. Okay, hier geht's noch weiter runter. Nee, oder? Da müssen wir, wir können, wollen wir da jetzt runterspringen? Können da aber nicht runtergucken, aber hier ist ja sonst nichts. Okay, ja, dann würde ich mal sagen, Geronimo, wir springen da runter. Natürlich springen wir da runter, wir sehen nichts, klar. Und brechen uns wahrscheinlich die Hacken. Okay, das sieht aus wie ein Brunnen. Und da denke ich jetzt gerade irgendwie an The Ring. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass hier irgendwie die Tür ist. Aber hier ist so ungefähr gar nichts. Okay, jetzt denke ich immer mehr an The Ring. Aber irgendwie sieht das hier komisch aus. Das sind doch keine Spiegelungen, oder? Moment. Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber was machen wir denn jetzt hier unten?
Ja, am besten kommt jetzt der Pyramid Head und dann kriegen wir hier richtig Spaß. Irgendwie. ja. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Ich kann hier auch nicht wirklich die Kamera justieren. Die könnten ein bisschen nach oben gucken, aber wenn wir uns die Wand angucken, sagt der James die ganze Zeit, dass es nur eine Wand ist und dass man da unmöglich hochklettern kann. Aber was wollen wir denn hier sonst machen? Wir hauen einfach mal drauf. So, passiert nichts. Ja, toll. Sackgasse. Ich hoffe ja, dass wir hier irgendwo einen Punkt finden. Moment. Das ist anders. Okay. Okay, mach mal. Okay, durchbrechen. Können wir da irgendwie draufhauen? Nee, passiert nichts. Wo war denn jetzt der Punkt? Da, boing. Aber wie? Wie wollen wir denn da? So, wir hauen nochmal mit dem Stöckchen drauf. Und da passiert jetzt irgendwas. Ja, was wir mit unserem Brett doch alles hinkriegen, oder? Ja, haben wir nicht ein... Ja, wir haben doch das Mega-Brett überhaupt. Wir haben nicht nur ein Brett vom Kopf, sondern hier ein Wunderbrett, womit wir hier eine ganze massive Mauer einreißen. So, da ist eine Tür, da gehen wir durch. Ich wollte auch sagen... Ach du Schisselkack. Ah, jetzt stelle ich mir die Frage, was machen wir? Ich würde sagen, wir haben 11-mal Erste Hilfe. Wir sparen uns die Muni. Es sei denn, hier sind zu viele, die kommen. So, du könntest jetzt... Zack, oder? So, haut drauf. Jawohl. Und fester. Nochmal. Ist auf jeden Fall noch ein zweiter unterwegs. Und... Der hält auch mal wieder massiv was aus. So, jetzt will ich mal hoffen, dass der erledigt ist. So. Das hört sich aber auch noch nach einem anderen Gegner. Ah, gehst du. So, jetzt. Und haut drauf. So, der wollte schon zum Reihen ansetzen. Das hört sich irgendwie nach einer mega großen Turbofliege an. Na, jetzt gib doch mal den Geist auf. So, jetzt bleib liegen. Meine Güte. Aber das hört sich wirklich an wie so eine mega große Super-Duper-Turbo-Fliege, oder? Ich würde sagen, wir nehmen das Schrotgewehr. Ja, für die großen Gegner nehmen wir die Holzlatte. Und für die womöglich kleinen Gegner wie eine Fliege nehmen wir das Schrotgewehr. Also natürlich klar. Aber ich habe echt keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Wir halten das Gewehr direkt mal im Anschlag. Da sind Türen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da direkt durchgehen wollen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier erstmal kurz in den Gang rein. Ich weiß nämlich nicht, wo es weitergeht. Und ich habe die Befürchtung, dass wir jetzt gleich irgendwo reinlaufen. Und da geht es schon weiter und wir lassen hier alles aus. Das würde ich uncool finden. Okay, da ist kein Durchgang. Okay. Ja, dann können wir ja ein bisschen schneller laufen. Wusch, wusch, wusch. So. Welche Tür? Ich glaube, ich würde mal sagen, wir fangen rechts an. Die ist auf. Okay. Schrotgewehr im Anschlag. Okay, wir gehen nochmal zurück.